Ich befinde mich in einem 0%-Level, in dem ich ca. 100 Gumbas besiegen muss. Der Clou an der Sache ist allerdings, dass der Countdown sehr knapp bemessen ist. Und das liegt daran, dass wir im heutigen Video 10 0%-Level spielen. Und wir starten mal direkt mit dem ersten. Can you find the shortcut? Ich glaube nicht. Und da wollen wir uns heute mal wieder 10 0%-Level angucken. Und wir sind jetzt gerade beim ersten angekommen und schauen einfach mal. Oh, da wäre schon die Mittelflagge gewesen. Ah, das haben wir. First try me. Au, wow. Warte mal, ich glaube, wir sind eine falsche Route gelaufen. Also ich weiß nicht, ob wir eine falsche Route abgelaufen sind, ob das die richtige Route war. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben es geschafft. Alter, ist das ein geiles Level. Wie komme ich da jetzt? Oh, mit Anschwung, ne? Ich habe richtig Schiss tatsächlich, weil wir sind eigentlich gar nicht mal. Ja, ich habe verkackt. Was mache ich jetzt? Muss ich das Level wirklich neu starten? Ich muss das Level neu starten. Bam! Yes, sir, we made it! Die Mittelflagge ist sehr, sehr wichtig, weil dieses Level sehr unübersichtlich ist tatsächlich. Okay, einfach hier rüber. Wir müssen ja einfach nur die Münzen folgen, weil jetzt können wir hier so rüberjumpen. Und jetzt muss das Level doch langsam, aber sicher vorbei sein. Alter, was ein geniales 0%-Level. Geile Idee, geile Schwierigkeit. Wow, ich bin begeistert. Ja, der Beweis, wir sind die Ersten gewesen. Guck mal, wir haben hier ein Level von einem deutschen Sepp. Item von Dach. Keine Ahnung, was das heißen soll. Besiege alle Gumbelga. Die heißen Gumbelga? Bro, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Irgendwie die Dinger, die klingen halt real talk, weiß ich nicht, wie so ein Dorf in Holland. Also wirklich. Okay, wir haben jetzt 8 eliminiert. Ein paar bleiben natürlich noch hier. Also wir müssen wahrscheinlich echt ganz stumpf einfach hier in die Röhre hinein. Let's go. Denn 13 Gumbelga fehlen noch. Okay, danke für den Yoshi. Sehr, sehr interessantes Levelprinzip und ich sterbe trotzdem. Ich wollte mich gerade übers Level lustig machen. So nicht, Minion. So, diesmal haben wir es lebend drüber geschafft. Oder unser Joshua ist jetzt einfach weg. Schade, Marmelade. Ich habe die Zeit mit Joshua aber sehr genossen, muss ich an der Stelle mal sagen. So, es leben noch 11 Stück. Na, wir sind mit unserem Killer-Kommando und Toad unterwegs. Und das war jetzt echt nicht so nett von diesem Hund. Muss ich mir einfach irgendwo den Weg freischießen? Oder was genau soll jetzt unsere Mission sein? Guck mal, hier müsste ja schon das Ende sein, oder? Irgendwo, irgendwie. Ey! Haha! Ich glaube, das ist der Rest, oder? Ja, das dürfte der Rest sein. Wo ist einer fehlt noch? Ah, das ist der Auserwählte hier. Das ist der Auserwählte Gumbelga. Sorry, Broski, ich wollte dir das echt nicht antun. Oh, shit, warte mal. Wo ist denn das Ziel? Wahrscheinlich hier in der Röhre drin, vermutlich? Nee? Dann nutzen wir mal auf süß die andere Röhre. Okay, freier Fall, freier Fall. Da ist das Ding! Ja, interessantes Level, so gesehen, ja. Oh yeah, Kaizo Korto Adris G. Dann schauen wir uns mal hier im dritten Level an, wie es Adri wohl geht. Und ob das wirklich ein Kaizo, ich glaube, das ist wirklich ein Kaizo-Level. Oh, wow, 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 wow. Nein, ich bin so blöd. Ich glaube tatsächlich, wir müssen auf den Panzer hier springen. Ja, ich kann mir schon grob vorstellen, wie er sich das vorstellt. Ja, genau. So, und dann... Oh, was passiert hier und warum? Oh. Was ein Kaizo-Level. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, warum es Kaizo heißt, wegen dem Sprung am Anfang. Aber Alter, ja, nicht von schlechten Eltern, definitiv. Bam, da sind wir die Ersten gewesen. Das Level heißt einfach What's Up. Hard, also made by a child. Okay. Ja, dann werden wir dieses Level einfach mal ausprobieren, was made by a child ist. Das ist das vierte Level und ich bin böse verreckt, weil wir das Item mitnehmen müssen. Super. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das Item mitnehmen müssen, weil dort am Anfang sind ja auch Ranken. Also ich glaube, wir sollten erstmal probieren, nach oben zu kommen. Genau. Aber bitte sag mir nicht, dass das ganze Level jetzt einfach nur nach rechts laufen ist. Wozu habe ich das Trampolin mitgenommen? Das Trampolin hätte uns die nötige Höhe gegeben, um exakt dort zu landen. Diesmal versuchen wir besser zu laufen. Wir müssen eigentlich auf dem Trampolin landen mit Schmackes, genau, damit wir eine gute Höhe erwischen. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen, wie so ein Flugpropeller
Pilz so wegfliegt, Junge. Das war so bestialisch knapp. Das war gerade Frame Perfect und das ist es tatsächlich gewesen. Alles in einem war es eigentlich ein Level, was in Ordnung ist, weil dieser eine Sprung war schwer, aber irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Ja, Freunde, ich suche jetzt vernünftige Level raus. Ich weiß nicht, warum mich dieses Level anspricht, aber 101, but I lost interest. Es klingt gut im ersten Moment. Und es gibt auch super viele Mario Bros. 101 Level, die halt ein cooles Prinzip haben. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass dieses Level ein anderes Prinzip hat. Wir haben ja schon so super viele Troll-Level in dem Stil gespielt, was irgendwie aus Cat Mario kam, meinten einige. Von daher hoffe ich... Jetzt ergibt der Titel Sinn. Er hat das Interesse verloren, weil es so kurz ist, versteht ihr? Das ist jetzt die Pause vor eurem Bildschirm, Freunde, wo wir jetzt alle gemeinsam lachen. Wow, das Level sieht hardcore aus. Und es ist sogar ein Ausrufezeichen in den japanischen Zeichen drin. Heißt es, dass der Japaner uns anschreien möchte, aber das sieht wirklich das allererste Mal nach einem Hardcore 0% Level aus an der Stelle? Das war so maximal lost und dumm von mir. Das kann man sich nicht ausmalen. Na gut, dann gehen wir halt ohne Pilz in dieses Level hinein. Ich brauche eh keinen Pilz. Irgendwie kommt mir dieses Level hardcore bekannt vor. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche und einfach nur mal so ein ähnliches gespielt habe. Hi. So, die Tromps bleiben hier, weil da unten eine Bodenplatte ist, sodass die Tromps immer wieder nach oben können. Gut zu wissen. Aber natürlich kein Problem für Toad, den Meister. Hier ist sogar noch ein One-Up. Sehr, sehr freundlich dafür, wenn es halt in der Endless-Challenge vorkommt. Dieses Level, das ist wirklich sehr freundlich. Aber natürlich ist das Giftwasser am Steigen. Ich meine, ansonsten wäre dieses Level ja vermutlich nicht schwer genug. Und jetzt geht die Luzi richtig ab, Alter. Gar kein Problem, Junge. Was passiert denn hier? Ich kann euch ehrlich gesagt wirklich nicht sagen, was hier passiert. Das... Oh, Mann, oh! Das war blind. Hier ist schon mal eine Tür, wo wir auf jeden Fall durch können. Oh, hey. Oh, nein. Oh, nö. Oh, wow. Achso, wir können wieder nach oben. Ah, das ist ein Raum, wo wir uns jetzt gerade befinden. Aber kein Problem, wir jumpen. Wir jumpen sofort. Wir müssen sogar jumpen, um zu überleben. Oh, hey, was geht mal hier? Achso, ich muss dich besiegen. Achso. Mann, warum bewegst du denn? Achso, du bewegst dich nur auf einer Stelle. Gut zu wissen. Ich dachte, jetzt kommt er links oder rechts rüber. Kannst du bitte wieder rauskommen aus deinem Loch? Dankeschön. Und einfach nur Bälle werfen. Bitte mehr nicht, okay? Weil von diesem sehr freundlichen Dudorino bekommen wir jetzt einen Key. Bam, rein geht's in die Tür. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass noch irgendwas kommt. Oh, wozu ist die rote Röhre da? Wozu ist die... Wir wurden getrollt, oder? Ich kam nicht in die rote, in die grüne Röhre rein. Das kann nicht sein. Okidoki, Freunde. Diesmal fallen wir... Hallo? Ich wollte... Digga, was ist denn das? Warum gehst denn du nicht sofort rein, Toad? Junge, Toad hat uns böse hops genommen. Egal, gar kein Problem. Aber ey, dieses Level ist gerade wirklich hardcore-mäßig im Gegensatz zu denen, die wir jetzt bisher heute hatten. Oh, wunderbare Piranha-Pflanze. Vor allem, wir haben kein Save-Point, wollte ich nur mal so sagen. Aber jetzt ist es zum Glück zu Ende. Krasser Gumba. Wir haben es geschafft. Gutes Level. Sehr, sehr gutes Level. Das Level heißt einfach Parkour. Ich mag Parkour normalerweise sehr gerne. Ja, vor allem erreiche das Ziel als Super Mario. Ja, ich habe jetzt schon verschissen. Ich bin tot, ich kann es gar nicht mehr schaffen. Nein, Spaß. Ne, wir haben genügend gelacht, wir brauchen auf jeden Fall einen Key. Ich brauche den Schlüssel zu dem Herzen der Zuschauer. War das gerade süß, also von euch? Ich fick dich. Ach, ja, ho, ja, ho, ho. Okay, warum ist er ein On-Off-Switch? Blind Jumps immer wieder gut, ich gehe das Risiko trotzdem ein. So, wo kommt man hier raus und warum? Man kann nicht in die Röhren rein. Bro, das war so maximal lost. Opfer. Ja, man muss einfach nur im spätesten Augenblick springen, dann funktioniert... Oh, nee, das ist ein Blindjump, halber Blindjump, dankeschön! Ich liebe Blindjumps, Freunde, wenn die Kamera so geil mitfährt. Okay, solange wir irgendwas sehen, ist alles in Ordnung. Vorsichtig, Toad, vorsichtig, Toad. Ja, was jetzt? Okay, wir haben es geschafft. Ja, kurzes, knackiges Level. War in Ordnung. War definitiv in Ordnung. Alter, wenn das nicht nach einem hochqualitativen Hammer-Bro-Level aussieht, weiß ich auch nicht mehr. Mustros 2 von Amisrof. Ja, Amisrof. Gib mir bitte die gewalte Power eines wunderbaren 0%-Levels mit super viel Niveau. Ja, geil. Okay, ich hab mir das komplett falsche Level. Ach, Digga, es ist Müll. Mann, was ist das denn? Und warum kann man sowas hochladen? Oh. Oh. Spot the difference. Das sind gute Level. Das leiten wir rein. Also wir müssen den Unterschied sehen. Wo... Oh, warte mal. Das sind 4 Felder. So, wo ist der Unterschied? Wahrscheinlich bei der Münze. Ah! Guck mal, ganz rechts, ne, ist die Blume vertauscht. Also ist ganz rechts das Feld. Richtig. Oh, Bombenangriff.
So, Hauptsache, wir werden selber nicht in Luft gesprengt. So, wo könnte hier der Unterschied sein? Ich habe den Unterschied immer noch nicht entdeckt. Das dauert gerade... Ah, guck mal, hier ganz rechts ist noch irgendwas Grünes hinter dem Stachel. Also ist es schon wieder ganz rechts. Aber das ist richtig gewesen, da bin ich mir zu 1000% sicher. Ja, wir werden nicht in Luft gesprengt. Danke. Das war's. Ich dachte, jetzt bekommen wir so ein riesiges Spotted. Och, Manno, das ist viel zu kurz. So, besiege alle Gumbas 91. Dann versuchen wir mal, alle Gumbas zu besiegen. Bro. Achso, oh mein Gott. Ah, okay, 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 okay. Also mit der Feuerblume funktioniert's. Also was viel geiler. Digga, das ist ja gar nicht mal so einfach. Ich bin viel zu spät. Was? Ey, ich dachte, dieses Level wäre 1000-mal. Oh, das kann nicht sein. Ich dachte, das wäre viel einfacher. Oh, 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 wobei, wir kriegen das doch in der letzten Sekunde hin. Aber ey, viel lustiger wäre es gewesen, wenn man wirklich nach oben jumpen muss, um alle Gummas zu besiegen. So war das ganz in Ordnung. Ja, in Ordnung. Friendos, was war euer Favorite Level aus dem heutigen 0% Part? Und ich kann an deinem Gesicht vorm Bildschirm sehen, dass du Bock hast auf ein weiteres Video, wo ich 0% Level zocke. Da kann ich dir an dieser Stelle dieses Video hier empfehlen. Dort waren mindestens genauso interessante 0% Level. Viel Spaß.